Der Schweizer NHL-Star Jonas Hiller hat neben Eishockey noch eine weitere grosse Leidenschaft. Und zwar Autos. Blick.ch durfte mit ihm in die Garage, wo er sich einen Chevrolet Camaro bauen lässt. Ja, also wir sind jetzt gerade auf dem PCH, Pacific Coast Highway, einer der bekanntesten Highway, ich glaube hier in Kalifornien. Ich sehe es jetzt dann, ziemlich entlang vom Meer und vor allem am Wochenende hat es hier extrem viele Leute, die ihre schönen Autos ausfahren können. Ich mache jetzt das nicht am Wochenende, sondern unter der Woche. Für mich sind Autos schon etwas faszinierend. Ich bin vor allem fasziniert von der Technik, Geschwindigkeit und alles. Und ja, ich kann sicher sagen, ich sage ein bisschen ein Autofanatiker. Wir sind jetzt auch unterwegs in der Garage, wo es im 76er Chevy Camaro am Aufbauen sind. Was alles passiert? Wie du? Seinst du? Ah ja. Yeah. Ja, mich hat halt einfach immer fasziniert, wie Sachen aufgebaut sind, wie Sachen zusammengebaut sind, ja, was für Funktionen oder welches Teil was für Funktionen hat. Und das hat mich eigentlich immer interessiert. Und jetzt, früher sind es vielleicht halt irgendwie daheim irgendwelche, weiß auch nicht was, Spielzeug war und dann mal vielleicht Computer. Und jetzt sind es halt Auto, wo du halt extrem viele bewegliche Teile hast und extrem viele Sachen zusammenspielen. Und das ist natürlich auch das, was mich fasziniert. Und irgendwie sehen, dass man aus vielen Einzelteilen etwas bauen kann, wo nachher irgendwie alles so ineinander einspielt, dass es eben irgendwie einen Motor gibt, wo kein Auto antreiben und so. Und ja, mir hat es eigentlich nie gelangt, einfach wissen, ja, das ist die Funktion von dem oder das ist ein Motor, das ist jetzt so, der das Auto antreiben, sondern ich wollte immer halt wissen, wie funktioniert der Motor, was steckt im Inneren drin oder was steckt halt unter der Haube von einem Auto. Und das ist eigentlich immer etwas, was mich fasziniert hat und was mich ja, nach wie vor fasziniert hat. Ja, ich hoffe eigentlich, es ist schon so, dass wenn ich mal fertig bin mit Hockey, dass ich nicht mehr muss arbeiten muss, sondern kann arbeiten, respektive das kann machen, was ich will. Und eben, es gibt so viele Sachen, die mich interessieren, dass man langweilig ist, glaube ich nicht. Aber ich glaube, sicher mal die finanzielle Sicherheit haben, wo ich nachher wirklich so viel angelegt habe, dass ich rein von den Zinsen leben kann und kann ein gutes Leben führen und eben nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt nicht jeden Monat so und so viel Geld muss aufs Konto kommen, damit ich überhaupt all meine Rechnungen zahlen kann.